Hallo bei euremil.com. Ich möchte mit euch heute einen fruchtigen Himbeerschmarrn mit Cottage Cheese zubereiten. Und dafür brauchen wir mal Himbeeren. Wir brauchen Eier, Milch, Mehl, Zucker, Vanillezucker, Cottage Cheese, Salz und Butter zum Ausbacken. Ich erhitze bereits die Butter in einer Pfanne langsam und werde den Teig zubereiten. Die Eier habe ich getrennt. Das Eiklab habe ich in einer separaten Schüssel, weil das werden wir dann zu Eischnee schlagen. Und jetzt kommt einmal der Tütenkäse, der Cottage Cheese, zu meinem Eidotter. Dann gebe ich die Milch dazu. Und dazu rühre ich jetzt das Mehl und das kann jetzt alles einmal anziehen und quellen, während ich meinen Eischnee schlage. Ich habe jetzt den Eischnee schön cremig geschlagen und werde ihn unter meine Schmarrnmasse rühren. Meine Butter ist auch schon schön zerlassen. Und jetzt können wir das dann gleich in der heißen Butter schön langsam auf beiden Seiten braten. Und da drinnen lassen wir jetzt den Teig wirklich langsam, damit es unten nicht verbrennt, schön langsam braten. Er soll flaumig werden, er soll etwas aufgehen. Der Schmarrn ist jetzt auf der Unterseite, beginnt er schon schön zu stocken. Und jetzt werden wir ihn wenden. Und da streue ich vorher noch die Himbeeren hinein. Erst nicht durch den Hüttenkäse, durch den Cottage Cheese ist er jetzt nicht so süß. Hat ein bisschen Säure, hat auch ein bisschen Biss. Und schmeckt sehr, sehr pikant und interessant. Und jetzt werden wir schauen, dass wir ihn wenden und dass man ihn dann auf der zweiten Seite auch noch braten. Ich werde jetzt meinen Himbeerschmarrn ein bisschen zerteilen und zerreißen. Und dann werden wir noch mit etwas Zucker bestreuen und werden ihn noch ein paar Minuten von allen Seiten schön anbraten. Wie gesagt, er ist nicht so süß. Wie normaler Kaiserschmarrn, ist aber sehr, sehr fruchtig und das passt wunderbar zu den Himbeeren. Der Schmarrn ist jetzt schön angebraten und ich werde ihn jetzt servieren. Ich habe etwas Schokolikör und frische Himbeeren noch als Garnitur dazugegeben. Ganz zum Schluss werden wir ihn noch mit Staubzucker bezuckern. Das genaue Rezept und die genaue Anleitung gibt es wie immer unter www.euromil.com. Ein Himbeerschmarrn mit Cottage Cheese.